Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wollte ich mit euch meine schlimmsten Frisuren meiner ganzen YouTube-Karriere mit euch durchgehen. Und das waren so einige in den letzten 9 Jahren. Also diese Videoidee habe ich bei Nilam gesehen und fand sie so interessant, weil man mal einfach mal sieht, welche Entwicklung man in den letzten Jahren einfach mal durchsteht und welche Frisuren einem stehen und welche eine absolute Katastrophe war und was einem überhaupt eingefallen ist. Das Wimperntuschen 1x1, guckt euch mal diese Frisur bitte an. Wobei ich eigentlich sagen muss, so scheiße finde ich diese Frisur gar nicht. Also Pony finde ich steht mir eigentlich ganz gut. Und dann, glaube ich, ist das meine Naturhaarfarbe gewesen. Und dann die Länge natürlich. Ist, glaube ich, ein bisschen länger als das gewesen. Eigentlich gefällt mir so das ganz gut. Oh mein Gott, ey, 2008, das ist also nächstes Jahr habe ich 10-Jähriges, Leute. Dann hatte ich, glaube ich, irgendwann keinen Bock mehr und habe 2009, weshalb auch immer, die Haare einfach mal abgeschnitten. Hier seht ihr, ich habe wieder Pony und dabei jetzt so ein Bob. Wenn ich mich jetzt so ansehe, dann habe ich irgendwie das Gefühl, das soll jetzt kein Kompliment für mich selber sein, also, aber ich habe das Gefühl, ich sehe damals älter aus als jetzt. Ich bin jetzt 31, da war ich 21 fast oder 22 Jahre alt. Das ist ja unglaublich. Ich find's immer wieder krass, wie man sich verändert. So, dann geht's weiter und zwar sind wir im Mai 2009. Dann habe ich wieder Pony, aber da habe ich, glaube ich, hinten ein bisschen kürzer gehabt. Also vorne lag hinten ein bisschen kürzer angeschrägt und die Frisur gefällt mir auch eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Ich möchte am Ende natürlich erfahren, welche Frisur euch am besten gefällt. Und am Ende des Videos verrate ich euch natürlich den zweiten Namen von Hamza, wie ich euch das letzte Mal versprochen habe. Was mich hier geritten hat, weiß ich nicht. Ich glaube, in dem Video war ich auch ziemlich, ziemlich traurig. Ende 2009. Da war ich beim Friseur, wollte mir Strähnchen machen, dann hat sie ein bisschen Stufen reingeschnitten. Und am Ende sah ich dann aus wie eine Oma. Seht euch das mal an. Also ganz, ganz furchtbar. Dieser Haarschnitt gefällt mir überhaupt nicht. Ekelhaft. Und mit solchen Haarschnitten, finde ich, sieht man definitiv älter aus, als man ist. Dezember 2009 immer noch dieselbe Frisur und ihr seht, ich sehe immer noch aus wie eine Oma und diese Frisur. Also wirklich, Haare sind super, super wichtig. Wenn ihr einfach den falschen Schnitt, die falsche Farbe oder sonstiges habt, dann schmeichelt das manchmal eurem Teint auch nicht. Das ist mir nämlich auch mal ab und an mal aufgefallen. Es gibt so Frauen, die haben dann ein Blond in den Haaren, was absolut nicht mit dem Teint passt. So, versteht ihr? Das beißt sich so irgendwie. Wie bei mir das jetzt zum Beispiel ist. Ich habe meine Haare nicht so gefärbt. Nach dem ganzen Waschen, 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 ist das ganze Braun raus. Und jetzt ist irgendwann nur noch hier so ein ekliges, keine Ahnung, wie man dieses ekelhafte Blond schimpft. Also schrecklich. Ich will es jetzt einfach nur noch rauswachsen lassen. Ende 2010 haben wir jetzt und da habe ich meine Haare einfach mal zack, komplett bis zum Kinn. Die Farbe, ich weiß, was war so Ende Herbst, die Farbe so ein bisschen, ich weiß nicht, also es ist, also kurze Haare finde ich, sind einfach nicht so meins. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal hier Umfrage macht, ob mir kurz oder lang besser steht. Einfach mal hier abtippen, dort könnt ihr direkt sehen, was alle anderen meinen. Kurze Haare sind nicht so meins und hier sieht man jetzt auch im nächsten Video, da habe ich sie mal gelockt und durch das Locken werden die natürlich noch kürzer und sieht noch beschissener aus, als es überhaupt ist, also furchtbar. Gefällt mir absolut gar nicht. Dann weiß ich genau, 2011, da kam so meine Phase, wo ich meine Haare rot gefärbt habe. Also nicht knallrot, sondern die Farbe hieß Mahagoni. Diese Farbe gefiel mir eigentlich ganz gut, nur das Problem war, nach 3 Wochen oder nach 2 Wochen hattest du schon wieder so einen mega Ansatz, wo man einfach mal sah, dieses ständige Gefärbe ist mir so auf den Geist gegangen, dass ich dann irgendwann gesagt habe, nee, kein Bock mehr drauf. Ein paar Monate später, selbe Haarfarbe, nur schon wieder mit Pony. Gefällt mir überhaupt gar nicht diese Frisur wieder. Also das schmeichelt einfach nicht meinem Gesicht. Und ich muss sagen, mein Gesicht ist ja nun auch mal wieder rundlich. Wie gerade jetzt auch. No, no, no. Oh, 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 oh. Da kriege ich meine Augenkrebs. Oh mein Gott. Schaut euch mal an, wie alt ich aussehe. Das kann auch wohl nicht wahr sein. Also die Farbe weiß ich nicht. Es war wahrscheinlich gerade frisch gefärbt dort, aber irgendwie gefällt mir das nicht. Weiß ich nicht, würde ich sie jetzt wieder so... Es macht einen strengen Eindruck, finde ich. Also es ist nicht so meins. Dann habe ich ein Haarefärben-Video gemacht und hier sieht man auch frisch gefärbt. Gefällt mir die Farbe eigentlich ganz gut. Der Schnitt gefällt mir auch ganz gut. Also da ist der Pony wieder rausgewachsen und ich habe auf eine Länge geschnitten. Man sieht jetzt auch schön in den Videos, wie man sich im Laufe der Zeit verändert. Ist das nicht der Wahnsinn? Ein paar Monate später, seht ihr, bin ich von Mahagoni auf Blond. Ganz ehrlich, wie habe ich das hingekriegt? Und der Schnitt, ich habe einen Stufenschnitt drin, das sieht furchtbar aus. Also dieses...
die Farbe, wo ich wieder weiß, dieses Blond beißt sich mit der Haut, das ist genau wieder das, was ich meine. Das sieht einfach nur furchtbar aus. Ja, sieht man ja, Glossy Box August 2012. Bisschen leichte Wellen drin gehabt. Wieder Kurzhaarschnitt. Ha, ich bin mir so ein bisschen unschlüssig, muss ich jetzt ehrlich sagen. Dann habe ich sie wieder gefärbt und habe Extensions drin diesmal. Und zwar sind das, weiß ich gar nicht mehr, welche Extensions das sind, aber ich finde, in diesem Video sieht Braun eigentlich ganz gut aus. Ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen zwischen Braun und Blond. Es muss wirklich ein richtig gutes Blond sein, damit dir das steht. Und was ich dann wieder gemacht habe, weiß ich nicht. Es ist Februar 2013, seht ihr Kurzhaarschnitt wieder, aber richtig Kurzhaarschnitt. Das sieht doch einfach nur furchtbar aus und alt. Ich glaube, ich weiß, das war damals zu meiner Auswandererzeit. Ich weiß nicht, warum ich sie abgeschnitten habe. Oder habe ich die Extensions wieder rausgehabt? Also ganz schlimm. Dann habe ich sie wieder auf ein bisschen anderes Blond gefärbt. Kann ich jetzt, also ich finde, das schmeichelt eigentlich. Na, ich bin mir sehr unschlüssig. Also ich habe, glaube ich, Strähnchen wieder drin. Blonde Strähnchen. Und hier habe ich in diesem Video, habe ich sie so ein bisschen leicht gelockt. Dieses Gelockte gefällt mir eigentlich ganz gut in dieser Länge, aber dann geht es weiter. Hier seht ihr, 2013 habe ich schon den ersten DM-Haul hochgeladen, Leute. Ja. Ich glaube, das ist einfach derselbe Schnitt. Da hat sich eigentlich nichts geändert, nur dass die Haare dort glatt geföhnt sind. Ja, gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Wieder dieselbe Länge, wieder dieselbe Länge. Diesmal wieder auf braun gefärbt. Ich glaube, das ist bei mir immer so. Sommer wäre ich gerne blond und im Herbst, im Winter gerne braun. Ja, ich finde immer. Ich wünschte, ich hätte so Perücken, wo ich dann immer mal wieder so aufsetzen kann und dann die Haarfarbe einfach mal verändern. Dann kommt das Schrecklichste aller Schrecklichsten 2014. Dort sieht man, ich habe einen braun gebrannten Teint und dieses Blond, das beißt sich wieder voll mit meinem Teint, sieht einfach nur scheiße und kacke aus. Das gefällt mir jetzt schon ein bisschen besser und zwar 2014. Dort habe ich, glaube ich, gar nichts mehr gemacht und zwar habe ich wieder dieses Blond drin, aber ich glaube, ich habe einfach meine eigene Haarfarbe so ein bisschen rauswachsen lassen. Das gefällt mir ganz gut. 2014. Jetzt geht es weiter mit 2015. Januar 2015. Man sieht auch deutlich, dass ich dort schon ein bisschen abgenommen habe. Ich glaube, da war ich um die 75 Kilo. Und da habe ich Extensions drin gehabt. Das erste Mal so richtige angeschweißte Extensions. Die Frisur, die Farbe gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich weiß, ich war einfach mega traurig, als die Extensions dann wieder draußen waren. Und denkt man so, wo sind meine Haare hin? Da gewinnt man sich ganz schnell an diese Dicke. Da muss man wirklich vorsichtig sein. Der Einbruch in meine Wohnung in Bursa, da sieht man, da habe ich die Extensions wieder raus. Und ist jetzt nicht so furchtbar. Es geht, würde ich sagen, jetzt diese Haarfarbe. Ich weiß jetzt auch nicht mehr ganz genau, ob ich sie da wieder gefärbt habe oder nicht. Jetzt kommt schon wieder meine Lieblingszeit, wo ich mich auch wirklich gut gefühlt habe und wo ich meine Haarfarbe toll fand, wo ich mich toll fand, wo ich meinen Klamottenstil toll fand, wo ich rundum mich wohlgefühlt habe. Das war Sommer 2015. Dort sieht man, ich habe wieder Extensions drin. Die Haarfarbe finde ich wunderschön. Mit den Extensions zusammen war das einfach für mich ein Traum. Ich war auch wieder richtig traurig, als die Extensions wieder draußen waren. Also das ist ja. Dann da, zu der Zeit habe ich nämlich meinen Mann kennengelernt und der fand das Blond jetzt nicht so schön. Und er meinte immer, Brunette steht dir doch viel, viel besser. Und dann habe ich sie wieder umgefärbt. Das heißt, ich hatte Extensions drin, einfach übergefärbt gehabt. Und hier sieht man, ja, Extensions braun. Wieder lang, gefällt mir aber auch eigentlich ganz gut. Würde ich definitiv so wieder tragen. Dann Extensions raus und wieder ein bisschen blonder gefärbt. Sieht man hier in dem schönen Video und mit meiner tollen Kulisse, die ich 2015 schon mal aufgebaut habe. Und jetzt habe ich sie wieder rausgekramt, übrigens, by the way. Dort hatte ich noch einen Glitzerhintergrund. Jetzt habe ich dieselbe Kulisse ohne Glitzerhintergrund. Ja, mit dem Make-up, die Haare, die Länge gefällt mir eigentlich ganz gut. Was immer ein bisschen problematisch bei mir ist, sieht man auch hier vorne immer dieses Fizzelige. Und dann habe ich mal gedacht, warum ist auf einer Seite immer das Fizzelige vorne kürzer als auf der anderen? Und dann ist mir eingefallen, auf der einen Seite trägst du immer eine Tasche. Und ich glaube, die Tasche, die liegt dann hier irgendwie so blöd auf, dass das vorne dann alles kaputt macht. Solltet ihr mal drauf achten. Dann habe ich wieder auf braun gefärbt. Ich weiß doch gar nicht. Zu der Zeit war ich mit Hatice in Los Angeles. Das war so eine schöne Zeit. Da erinnere ich mich so gerne dran. Also die Farbe, da habe ich frisch gefärbt. Die Länge finde ich ganz gut. Auch wenn ich die Haare wie in diesem Video dann gewellt hatte, gefällt mir das ganz gut. Also würde ich, glaube ich, wieder so machen. Jetzt sind wir schon 2016. Letztes Jahr, dort habe ich euch erzählt, dass ich schwanger war. Und das ist dieselbe Haarfarbe wie hier, seht ihr. Ich habe das nicht nochmal nachgefärbt.
Aber da in diesem Video ist das Licht ein bisschen komisch, dass die Haarfarbe wieder so aussieht. Aber ihr seht, es ist wieder eine Länge. Und ich habe, glaube ich, zweimal kurz nachgeschnitten. Und so sehe ich ja, wie gesagt, aktuell aus. Also wir haben eine richtige Frisuren-Zeitreise gerade gemacht. Und ich würde natürlich jetzt wissen, welche Frisur euch am besten gefallen hat. Jetzt möchte ich euch auf jeden Fall, weil ihr letztes Mal so gut mitgemacht habt mit dem Hashtag Zweitname, verrate ich euch heute den zweiten Namen von Hamza. Das ist kein Name, der offiziell eingetragen ist in dem Pass, sondern bei uns in der Türkei ist das so, wenn ein Kind geboren wird und der Bauchnabel durchgeschnitten wird, falsch, die Nabelschnur, der Bauchnabel nicht, die Nabelschnur durchgeschnitten wird, dann macht die Ärztin das so, dass die einen Bauchnabelnamen euch gibt. Und die Frau hat gesagt, Hamza heißt mit Bauchnamen Ömer. Ja, Ömer, also Hamza, und diesen Namen finde ich eigentlich ganz, ganz schön. Da, wenn ich ein zweites Kind hätte, dann würde ich den auch Ömer nennen. Also ich mag diese neumodischen Namen nicht so gerne, deswegen, ich bin immer so ein bisschen so klassisch und ja, das mag ich sehr, sehr gerne. Ja, lasst mich bitte wissen, welche Frisur ihr am besten fand. Wie findet ihr übrigens meinen Haarreif? Ich weiß, es zeigt eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich bin. Aber ja, ich fand es so schön, musste ich unbedingt mit haben. So, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Danke fürs Einschalten. Tschüss.